Madness okay. Ends. Das kommt mir aber noch nicht vor, wie Ende des Wahnsinns hier irgendwie. Und warum immer in der U-Bahn? Was hat das denn mit der U-Bahn zu tun, Benny? Na, wir schlafen ja. Was ist passiert? Was ist hier los? Was passiert hier, Pfaff? Dreh dich nicht um. Na denn? Okay. Ja. Tot. Oh, Gänsehaut. Tod ist der einzige Ausweg? Ja. Ja, war ich die ganze Zeit schon. Warte, was geht denn ab hier, Alter? Kann ich die hier wegpacken? Nee. Ja, ich bin ratlos gerade. Ich bin geschockt und ratlos. Ich habe bis jetzt versucht, dem Metro aus dem Weg zu gehen. Genau. Damit ich mit meinen Ängsten nicht konfrontiert werde. Okay, alles klar. Und jetzt. Dem Metro. Ich weiß jetzt nicht, die Damen und Herren von Imika Games irgendwie, aus welcher Ecke die kommen. Aber ich denke, sie werden wahrscheinlich so eher aus dem osteuropäischen Bereich kommen. Wenn nicht sogar irgendwie noch weiter östlich. Und dafür muss ich aber sagen, ist die Übersetzung bis auf die paar kleinen Fehler eigentlich nicht so schlimm irgendwie. Also, ist mal manchmal so ein bisschen irritierend, wenn man es liest, ne? Irgendwie, wenn man sich dann auch irgendwie verhaspelt, weil man denkt, man hat sich gerade verlesen. Aber ansonsten ist das schon echt ordentlich gemacht irgendwie. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare hauen irgendwie, ob euch das Spiel beim Zusehen genauso mitnimmt, wie wir dies jetzt hier gerade spielen. Aber das ist halt wirklich, als Spieler ist das echt heftig. Wirklich heftig. Etwas fuck you! Ja. Ich hatte Angst vor nicht realen Monstern. Es war nur meine Einbildung. Ich wollte nicht daran glauben, dass meine Mutter ein echtes Monster war. Ja, war es aber. Eduardo. Ach du Scheiße. Clowny-Clown. Der vor 6 Tagen verschwundene Junge wurde von Anwohnern gefunden. Er wurde an einer verlassenen Jagdhütte im Osten, das hatten wir schon gelesen. Von Clowno McClowny Games. Okay, gut. Aber was hat das jetzt mit der U-Bahn zu tun? Was. Haben wir uns vielleicht vor die U-Bahn geworfen? Wer sind diese Menschen dort? 2 Patienten flohen heute Abend aus einer psychiatrischen Klinik. Ein Mann und eine Frau. Sie stellten sich als verheiratetes Paar vor. Da. Sie wirkten vertrauenswürdig, doch konnten andere gefährlich werden. Bleiben Sie auf der Hut und meiden Sie den Kontakt zu diesen Personen. Rufen Sie bitte umgehend die örtliche Polizei an, wenn Sie den Verdächtigen sehen. Den, ja, ne, diese kleinen Google Translate. Oh, Steven und Nancy! Nice! Das ist der scheiß Clown. Ja, das ist schon echt gut gemacht, irgendwie. Das ist schon wirklich finster. Die rote Sonne erhellt den Weg des weißen Ritters. Es wird den Ausgang finden, wenn er Dunkelheit trotzt. Die Frau in einem blauen Kleid flüstert ihm zu, sei stark, mein weißer Ritter. Es warten Kämpfe und reiche Ländereien auf dich. Der Ritter fand einen Ausweg, wie er die Lande befreien konnte. Dazu muss er in das dunkle Land zurückkehren und die schwarze Hexe besiegen. Und er hat es getan. Dann schien die Sonne mit einem hellgelben Licht und befreite jeden Winkel des Landes von der Dunkelheit. Ja, mach mal ein Foto von ihnen. Von der Seite jetzt hier. Weil ich denke mal, wir werden jetzt gleich irgendwo Symbole ordnen müssen. Hab ich schon. Gut. Good boy. Ah, okay. Oh Gott. Okay. Also, the red sun. Lights up. Was? Jetzt muss ich mal hier kurz mitnehmen mit Mikrofon. Lights up the path of the white knight. Okay. Jo. Also, soll ich jetzt diese Buse drücken? Drück doch mal diese Buse. Gut. So, und the White Knight wäre das da, genau. Hammer.
I'll be able to find a way to the follower against the Black Darkness. The Black Darkness ist quasi genau das da. A woman in a blue dress. Da lag gerade ein blaues... Nee, was ist da blau? Blue dress? Nee, warte mal. A woman in a blue dress. Ja, stimmt, genau. Sehr gut. Whisper to him, be strong, my white knight. Da gab es dann nochmal dieses White Knight-Symbol. Wo auch immer das jetzt zu finden ist. Das sieht's da nicht aus. Da hinten, das Ding da. Genau, ja, da. For... What? For there is a struggle ahead of you for the green meadows. Also ein grünes Meadows, was da rechts ist. Also das, das hier, genau. Das, Sir. Gut. The knight found a way out how to free the follower Meadows. To do this, he needs to return to the dark land and defeat the Black Witch. Black Witch at least what he is. Nein, was? Oh, okay. Doch, doch, das war die and he did. Okay, then the sun grün und zum Schluss gelb, oder? The sun shone a bright yellow light, das ist rechts. And freeing every corner of the green earth. Das war das da, genau. Aha. Okay. Ey Junge, du kannst hier nicht pennen mit offenen Augen. Du Freak. Das sind wir. Also ich denke, das sind wir. Ja, ja, bestimmt. Doktor, Peter, du bist heute dazu bereit, über deine Kindheit zu reden? Oh. Nein? Von klein auf war mein Leben die Hölle. Nachdem meine Mutter verschwand, musste ich in ein Waisenhaus. Niemals habe ich jemandem die Wahrheit erzählt. Hast du immer noch diese Albträume? Gay. Im Waisenhaus haben meine Albträume endlich aufgehört. Ich machte mir immer Vorwürfe, dass ich meine Mutter getötet hatte. Ich habe mein ganzes Leben mit diesem Schmerz gelebt. Und jetzt stellt sich heraus, dass es die entkommenen Psychopathen waren, die meine echten Eltern töteten, als ich noch sehr jung war und unser Leben damit übernahmen. Wie hast du das herausgefunden? Heute, nach so vielen Jahren, stürzte ich mich in die Astralebene. Genau. Und habe alles gesehen, was mit mir geschehen ist. Naja, denn? Und dort hast du sie getroffen? Und was ist dann passiert? Jetzt kommt da gleich noch ein beschissener Jumpscare. Ich habe sie besiegt und mich von meinen Ängsten befreit. Und mir wurde klar, dass ich mich damals als Kind gerettet habe. Hä? Wie? Was? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Da ist der Käfermann, oder? Nee, wir sind der Käfermann. Ha! Das ist ja geil. Okay. Ja, ja. Nice. Ah, Reshitnikov. Alexander. Ja, krass. Alter. Heftiger Shit. Chapeau, Freunde. Chapeau, Freunde von den Mega Games. Chapeau, Alexander. Also, das war mal wirklich krass. Und das war wirklich mit Abstand echt das Krasseste, was ich in der letzten Zeit gespielt habe. Eine Sache liegt mir persönlich noch ein bisschen am Herzen. Und das ist jetzt auch sehr passend irgendwie, weil es gerade ein Spiel dieses Entwicklers ist. Es ist ein echt nicht so geiler Trend derzeit unterwegs und vielleicht schon auf seiner viel zu langen Zeit, dass Leute, die sich über Plattformen wie Steam zum Beispiel halt Games ziehen, irgendwie von kleinen Entwicklern, halt wirklich von Leuten, die das halt allein gestalten oder sich irgendwie wirklich jahrelang abrackern, irgendwie das zu realisieren, irgendwie was sie als Spiel im Kopf haben, dass Leute sich die Games halt für echt nicht viel Geld besorgen, irgendwie das halt kurz zocken. Und das dann reklamieren. Das dann einfach wieder irgendwie zurückgeben. Irgendwie und sich die 3 Euro, die sie halt dafür investiert haben, wieder sich auszahlen lassen. Das finde ich ist
der absolut falscheste Weg irgendwie. Gerade Imika Games, glaube ich, zum Beispiel irgendwie, die haben jetzt gesagt, hey Leute, wenn der Trend so weitergeht, werden wir hier keine Spiele mehr publishen. So einfach ist das. Das hilft keinem irgendwie und das, naja, ich weiß nicht irgendwie. Also ich würde mir echt wirklich wünschen, dass da der Trend in eine andere Richtung wieder geht. Und dass wir halt einfach mehr so eine Spiele haben. Und halt auch zukünftig irgendwie, dass die Leute Bock drauf haben, sich hinzusetzen und sowas zu programmieren. Ne? Und sowas entstehen zu lassen. Für uns. Die es nachher letztendlich halt in Anführungsstrichen genießen dürfen. Irgendwie. Ja, ansonsten kann ich nichts weiter jetzt dazu sagen irgendwie. Ich habe meinen Senf dazu abgegeben. Die Moralpatsche kam wie bei Masters of the Universe. Und jetzt kann ich nur sagen, Leute, abonniert den Kanal irgendwie, aktiviert die Glocke, um nicht noch weitere Videos von uns zu verpassen. Ansonsten, ja, kann ich nur sagen, zeigt, dass ihr da wart. Hinterlasst Spuren, ihr Lieben. Und lasst ein wenig Liebe da. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ciao. Ciao.